Hallo. Morgen. Da sind wir wieder. Ja, wir machen uns jetzt gerade mal startklar für eine kleine Wanderung. Und zwar sind wir jetzt mal wieder im Harz. Thale. In der Nähe von Thale, Friedrichsbrunn. Ja, knapp daneben, ja. Das sind fast 10 Kilometer. Ist doch knapp, für Camper ist das knapp. Ja, gefrühstückt haben wir gerade. Jetzt wollen wir gucken. Wetter wird so ein bisschen durchwachsen sein. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem ein bisschen Material für euch zusammen. Es ist auch nichts Aufregendes. Wir machen hier eine kleine Wanderung. Und dann schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Und nachher geht es hier im Fahrzeug noch mal ein bisschen weiter. Mhm. Weil Schatzi wollte noch mal was ausprobieren. Und dann haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, beziehungsweise ein Verbesserungsbedarf. Worum es da geht, seht ihr nachher. Ja, unser Plan hat sich jetzt kurzfristig geändert. Eigentlich wollten wir ja eine Runde wandern gehen, aber ja, die Platzbetreiberin hat uns gerade vorgewarnt, dass hier Jagd ist überall. Und jetzt haben wir auch gesehen, der Weg da ist abgesperrt. Also gut, da wollten wir jetzt gerade eh nicht lang. Wir wollten eigentlich da lang. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier sehr, sehr vorsichtig bewegen. Und Cooper, ja, der muss ja trotzdem mal eine Runde laufen. Wetter ist halt auch nicht so prall, dass wir jetzt so eine lange Wanderung machen werden. Mal gucken. Aber mit Kapuze und Regenschirm sollte es bei mir, glaube ich, gehen. Ja, wir schaffen das. ja, nee. Du bist nass. Genau. Du siehst ja gleich wieder aus wie so ein kleiner Rotfuchs. Also zumindest vom Bauch her. Ja, denn. Ja. Peng. Peng. Junge. Ja, wenn die Route zwar so nicht geplant war, wird man hier doch das eine oder andere entdecken, wie es aussieht. Es gibt ja hier dieses Bankenviertel, ja. Und das hat nichts mit Sparkassen und diversen anderen Geldbanken zu tun, sondern hier mit solchen Bänken. Wie geil ist denn das? Wer hier Zeit investiert, fühlt sich steinreich. Ja. Na, Schatzi, willst du dich den Daumen doch mal draufsetzen? Ach, das bisschen. Das bisschen. Sieh aus. Ja, lass Cooper draufsetzen. Komm. Ja, komm, Papa. Kriegen wir das hin? Ja, geht nicht. Das ist zu klein. Ja. Für seinen breiten Hintern. Aber die süßen Fliegenpilze, die finde ich wieder hübsch. Die hier, ne? Aber hübsch. Süß. Ja, wollen wir mal gucken, vielleicht finden wir ja noch mehr davon. Was ist denn? Oh, guck mal hier. Das ist auch hübsch. Also einfach mal so dieses reingravierte. Lesen kann ich es nicht. Ja. Vielleicht könnt ihr das ja lesen. Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn man es sehen kann auch. Also ich weiß nicht. Wenn man hier so guckt, ne, der Herbst. Also bis auf den Nebel dazwischen durch. Sorry. Das sind die Waldgeister. Was ich sagen wollte, ich finde die Farben jetzt im Herbst natürlich immer so wahnsinnig schön. Ne? Das ist so dieses Goldlaub an den Bäumen. Oder auch nachher, wenn so ganz viel unten liegt. Ne? Ja, mit dem Laub wieder rascheln. Da wird der Cooper wieder verrückt. Ne? Ja. Ja, den habe ich zwar eigentlich an der Laufleine dran, weil ich ein bisschen mehr Freilauf geben wollte heute. Aber nicht heute. Das machen wir jetzt nicht. Die schießen hier, das sind die an die Silvester. Ja, der wird schön bei uns in der Nähe bleiben. Da muss er jetzt auch mal durch. Aber da kommt er auch mit klar. Er kann ja an der kurzen Leine auch gucken. Ja, sorry. Ich weiß, das ist was gemacht werden muss. Aber ich kann mich mit Jägern nicht wirklich anfreunden, weil wir damit einfach zu viel schlechte Erfahrungen gemacht haben bei uns im Umfeld, in der heimatlichen Gegend. Weil es da ja unbedingt wichtig ist, vorm Jagen erstmal auch ordentlich Bier zu trinken. Gut,
machen ja Gott sei Dank nicht alle so. Es gibt ja auch verantwortungsvolle Jäger, sag ich mal so. Wir reden ja auch nur über unsere Region, wie sie es da immer handhaben. Ja, wie es woanders ist, wissen wir ja nicht, aber da, das prägt einen halt so ein Stück weit, ne? Wir können nicht alle über einen Kamm scheren, das macht man natürlich nicht. Nein, das ist richtig. Oh, jetzt wird es wieder feucht von oben. Yippie! Ja, jetzt sind wir hier im Ort. So ein bisschen Lost Places. Hier holt sich die Natur langsam ihr Terrain wieder zurück. Terrain. Ja. Schon witzig. Friedrichsbrunn. Lost Places. Nein, hier wohnt noch einer. Nicht dein Ernst. Gardine, Schüssel dran. Okay, Fenster ist auf. Der Hausmeister. Der Hausmeister, ja. Auf dem Dach hätte ich doch einen Pool drauf gemacht. Hier, ne? Jo. Ich glaube, wenn es genug regnet, kommt der alleine, der Pool. Das wäre schlimm. Ja, Schatzi, ich glaube, aus dem Alter bist du raus, hä? Garne! Wir spielen! Ja, guck, daneben eines Kindergarten. Tschüss, Mama! Es ist Samstag. Hey, hallo! Jetzt fang nicht wieder so an, nur weil ich 12 Jahre älter bin als du, ja? Ist gut. So, hier ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Hier können wir Cooper auch mal ein bisschen mehr laufen lassen. Was? Bisschen laufen lassen. Bisschen laufen lassen, ja, mehr Leine lassen. Also ohne Leine lasse ich ihn hier nicht laufen. Nee. Das ist mir zu unübersichtlich. Sobald er einen Hasen sieht, ist der hinterher. So. Nee, es geht ja darum, dass wir generell, also wenn wir in fremden Gegenden unterwegs sind, da lasse ich ihn halt nicht ohne Leine laufen, weil gerade hier in so einem Waldgebiet, da kann es ja doch mal passieren, dass hier irgendwas Vierbeiniges über den Weg läuft. Und ja, das wäre bei Cooper immer so ein Anreiz, da hinterher zu rennen. So, Schützenverein. Ja. Boah, der ist da hinten, da wollen wir ja nicht hin. Schützenverein Friedrichsbrunn. Seit 1816. Ui. Das ist doch schon ein bisschen. Oh, hier haben wir wieder einen Hochstapler am Weg. Das liegt auch schon länger da, ne? Wenn das keiner braucht, also wir hätten das schon für Verwendung. Jo. Hallo. Ja. Oh, hier ist schön, ne? Herrlich. Schöner Wald. Ja, richtig geiler Waldweg. Da vorne sieht es genauso aus. Zwar ein bisschen nass von oben, aber... Jetzt gerade geht's wieder. Aber es ist auch nass von unten. Das werden wir euch nachher mal zeigen, wie das aussieht. Cooper. Katastrophe. Ich weiß nicht, was mit diesem Hund ist. Der hat so einen Schmutzmagnet, glaube ich. Ich denke mal, das kommt von seinem Stolz im Laufen. Ja. Was die Tontechnik betrifft, nicht wundern, wir sind immer noch in der Probierphase. Stimmt. Wir haben jetzt einfach mal dieses Creator-Set von der GoPro
die wir zwischenzeitlich nutzen zum Film. Und? Das haben wir jetzt gerade dran. Da ist ja Mikro mit dran, das wohl sowohl vorne als auch hinten den Ton aufnimmt. Wie sich das dann nachher anhört, das werden wir erst sehen, wenn wir das Video bearbeitet haben. Und auch hochgeladen hat, ja. Haben. Ja, Fernseher ist immer noch was anderes als auf dem Laptop oder auf dem Handy oder auf der GoPro. Da kannst du ja, also den Ton da abzuspielen, ist ja richtig. Nicht für vollzunehmen. Ja, Fernseher ist aber nicht gleich Fernseher. Zum Beispiel bei unserem Fernseher haben wir auch noch eine Soundbar. Da ist es natürlich. Ja, hier, da klingt es dann auch noch anders als im Schlafzimmer. Richtig. Zum Beispiel haben wir auch einen Fernseher, aber ohne Soundbar. Richtig. Deswegen also für uns immer wieder, wir testen und gucken, wann wir dann irgendwann für uns die richtige Lösung gefunden haben. Wenn nicht, fahre ich mal zu ProSieben, Sat.1 oder so und hol mir da mal so eine Tonanlage. Weil irgendwann reicht es ja auch. Inklusive Kamera, wenn es geht. Und Wagen. Den werden wir brauchen. Ja, Cooper, ist gut. Na denn, weiter geht's. So, einer der Kunstteiche im Unterharz befindet sich direkt hinter uns. Mittendrin im Wald. Aber ja gut, ist halt Kunstteich, ne? Also künstlich angelegt. Und trotzdem eine richtig schöne Ecke. Und da vorne, wo die beiden Mädels gerade stehen, gibt es eine Stempelstelle. Richtig schön. Selbst mit der Herbstfärbung, ne? So, wir gucken noch ein bisschen weiter. Manchmal ist es doch schön, wenn kein Wald davor ist, dann hast du halt schönen Ausblick, ne? Wobei ich mich auch freuen würde, wenn hier wieder... Nee. Ja, nur wieder. Wobei ich mich auch freuen würde, wenn hier wieder irgendwann Wald wächst. Aber es ist trotzdem... Hier ist auch schön ruhig jetzt wieder, ne? Also nicht so... Nicht so viel los. Weißt du, wenn man so mal so eine Überlegung hat, in die Dolomiten zu fahren zum Beispiel. Da wird es auf jeden Fall mal hingehen. Zu den drei Zinnen. Wird bestimmt mal interessant sein, aber mit Ruhe hast du es da glaube ich nicht so, ne? So wie wir schon mal gesehen haben, nö. Wenn dann so die wahren Bilder von den Dolomiten gezeigt werden. Ja. Ja, das ist natürlich Tourismus pur. Ja, definitiv. Ja, das ist aber... Trotzdem ist man dann mal interessiert an solchen Ecken, ne? So, hier haben wir noch einen künstlich angelegten Teich. Das ist der Gondelteig. Teig. Gondelteich. Das ist so wie diese für Stadt Teig ohne G mit Magdeburg, ne? Für Teig ist er mir ein bisschen zu wässrig. Ja, du Scheiße. Cooper hat da voll Bock drauf. Ja, der ja. Der wäre da gerne rein. Oh, wollen die auch baden? Ich glaube nicht. Nein, die angeln. Ach, die angeln. Na gut. Angelgewässer. Ich sage Petri Heil. Ah, hier habt ihr einen Weg, der hier hochführt. Und das scheint so eine Ablaufrinne, ne? So eine Überlaufrinne. Ja, Überlaufrinne. Zu sein. Um den Damm natürlich zu schützen, weil wenn das Wasser ein bisschen zu hoch ist, reißt er. Herrlich. Nach Nordwesten. Ruhe. Meine Tasche quatscht. Sitz. Sitz. Und warte. Nicht ganz rein. Hey, reicht. Halt die Stufe. Okay. Hier, geh rein. Das hilft jetzt sowieso nicht, die Unterbodenwäsche. Der sieht nachher, wenn wir zurückkommen, wieder genauso aus. Das ist arschkalt, das Wasser, und er will baden, ne? Aber wenigstens ist er einmal kurz wieder sauber. Aber das hat sich nachher wieder erledigt. Fische fangen.
Wollen wir weiter? Weiter? Nee? Nee? Ja, doch, müssen wir aber. Nee. Ja, nee, kein Stückchen. Das lassen wir mal hier. Ja, mir die Pups. Siehst du, das ist wenigstens ein weißes Pfötchen. Ja, noch 5 Minuten. Lass uns mal wieder durch den Wald laufen, dann sieht das wieder anders aus. Oder nachher so die letzten Meter, wo der Boden dann so ein bisschen rötlich wird. Ja. Ja, Wasser, ne? Nee, nee, jetzt ist hier noch. Richtig geile Waldecke hier. Bank. Am See. So cool, wenn das auch immer mit Hund. Und Cooper hat hier was Feines gefunden. Ne? Er ist wieder happy. Mein Stöckchen. Ja. Ja. Nimm mit. Komm. Weiter geht's. Jawohl. Auf geht's. Nee, 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 hier lang. Nee, komm, hier geht's lang. Oh, in den dunklen Wald, du musst andersrum. Ja, cool. Super. Und hier lang. Okay, weiter geht's. Oh, dunkel hier drin. Ja, tut mir scheiße. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Katie und Marv fühlen sich wohl. Ja. Der Regen hat auch nachgelassen. Das ist herrlich. Hörst du die Vögel da zwitschern? Ja, ich glaube, manche haben sich echt in der Jahreszeit geirrt. Ne? Ja, die ist ganz gut so. Die werden jetzt erst munter. Ja, natürlich. Ich mag das auch. Aber ich frage mich immer so, was bringt das, um Vogel im Herbst noch zu zwitschern? Nee, mache ich nicht. Das sind doch die ganzen Singles. Die suchen schon mal fürs nächste Frühjahr. Die noch keine abgekriegt haben. Oh. Die armen Piepmätsche. Nee, Piepmatsch, dann wäre es ja nicht mal. Jetzt hört mal auf. Ein Loch. Ja, das ist, wenn man wie Hans Kuck in die Luft durch die Gegend läuft. Ich wollte euch gerade zeigen, dass hier überall auch so eine Hinweisschilder sind, wo ihr dann wisst, wo ihr lang müsst, wenn ihr hier immer so eine Wanderung macht. Yeah! Ausrasten! Das braucht er zwischendurch, ne? Jawohl! I feel good! Nein! Oh. Los, weiter! Komm! Brauchst du Feuer? Hier, Egon. Cooper? Ne, jetzt hat er es ausgespuckt. Egal. Ja? Ja. Ich hab hier eine Zigarre. Voll witzig. Hier haben wir eine richtig große Brücke. Das ist diese reißende Strömung. Da muss Cooper jetzt auch erstmal noch mal rein. Ja. Das ist aber süß gemacht. Oh, ich glaube, da vorne wird es ein bisschen matschiger. Egal. Schlimmer als so kann es nicht werden. Doch kann's. Ja, so siehst du doch immer aus. Nur wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Ja, natürlich schiebst du wieder auf den Hund, der Arme. So, Cooper. Nee, nee, nee. Anders. Cooper. Hintenrum. Was hast du denn da? Oh, Gras. Ein Grashalm. Cooper. So, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, die ist rutschig. So, ja. Hat eben gleich geregnet. Da ist schon jemand angelaufen, glaube ich. Ja, da vorne sind noch welche. Oh, okay. Dann drängeln wir uns erst durch und warnen dann vor, dass der Weg nicht gut zu begehen ist. Die schöne Moorpackung. Das kommt bestimmt gut bei dem weißen Mantel da vorne. Das ist ja dann ein Regencape. Dann ist das egal. Ja, für diesen Regencape. Okay. Jetzt
machen wir auch erstmal eine Trinkpause. Ja. Guck mal den Baum hinter dir, was sehe ich jetzt erst. Zu den drei Eichen. So. Ja. Kuba macht jetzt auch mal eine Pause. Ne? Du machst jetzt auch mal eine Pause. Und dann geht's gleich weiter. Ne? Mit dem Boden gerade hatte Schatzi über uns überhaupt keine Probleme, weil viel tief einsinken konnte er nicht. Ne? Er trägt ja permanent seine Schneeschuhe, also mit einer riesen Auftrittsfläche. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Gar nicht. Du, hör auf zu beißen. Du weißt, ich beiße nur dann, wenn es nötig ist. Also immer? Wenn du immer stänkerst. Ich und stänkern. Ich bin ja mal lieb, immer. Ja. Das war schon wieder gestänkert. Ja. Pferdchen. Ja. Ach so, ja, gut, der Weg, der geht mal wieder über die Koppel drüber weg. Nein, das machen wir nicht. Nee. Die laufen dran vorbei. Ja. Ich glaube, die Pferde wollen das nicht so wirklich, dass wir da langlaufen mit Hund. Ich würde ihn mal ein bisschen kürzer nehmen, ansonsten kriegt Cooper richtig schönes Fell. Der sieht dann aus wie hier der Löwe. Der sieht aus wie Marv. Bei Kevin allein zu Hause. Warte. Ach so, den meinst du. Sorry. Ja, warte. Ja, ich dachte jetzt an den Löwen hier von Madagaskar. Mit seinem Hair-Conditioner. Ja, das hier ist jetzt die Möglichkeit, Stromversorgung zu nutzen. Ja. Die Steckdosen bzw. die Stecker sind ja alle nummeriert. Wir stehen auf dem Stellplatz 10. Das heißt, auch an eurer, da wo ihr reinsteckt, da drüber ist eine kleine 10. Da wisst ihr ganz genau, das ist euer Platz. Und habt mir hier schon mal die 10 ausgewählt. Nur. Und jetzt schmeiße ich einfach mal Geld rein. So, jetzt gerade hat das Geld nicht genommen. Deswegen, jetzt versuchen wir es nochmal. Einen hat er jetzt doch genommen. 1 Euro, ja. Jetzt hat er. So, gut. Jetzt zeigt er an. 3,75 kW haben wir jetzt, die wir nutzen können für die 3 Euro. Genau, fertig. Jetzt hat er es. Okay. So, bevor das Quengelkind wieder ins Fahrzeug kommt, werden wir den erstmal abduschen. Der ist müde. Ja, das auch, ja. Ne? Der sieht aus, nee. Cooper? Mach mal Häschen. Mach mal Häschen. Na, mach ja. Mal. Nee, nee, nee. Mach mal richtig Häschen. Mach mal Häschen. Mach mal für die Zuschauer Häschen. Mach mal Häschen. Ja. Na, richtig hoch. Komm, du kannst das. Der sieht aus. Guckt euch den an. So kommst du nicht rein. So. Ne? Erstmal abduschen und dann richtig. Darf er wieder. Ja, so. Wir haben euch ja vorhin versprochen, dass wir noch mal ein bisschen was zeigen wollten. Mhm. Marvin hatte beim, wo hast du es geholt? Beim Lidl, ne? Beim Lidl war das jetzt. Also preislich weiß ich nicht mehr, wo es lag. Preislich lag es so bei 5 Euro circa. Aber. Was hast du denn eigentlich? Ein Anti-Beschlagsspray. Ich habe auch schon mal gesehen bei YouTube und überall woanders auch, dass man das auch mit Rasierschaum machen könnte. Aber jetzt habe ich das gefunden und bevor ich Rasierschaum probieren wir es einfach mal aus, ne? Scheibe ranmache, denke ich mal, probiere ich einfach das mal aus. Würde mich jetzt auch interessieren, ob das wirklich hilft. Ich mache nur die Hälfte, um zu sehen morgen, passt oder passt nicht. Ja, genau. Also das Ergebnis sehen wir dann morgen früh. Heute haben wir ja mal geguckt. Wir sind ja dann aufgestanden, wo genau. Wir vorne die Scheibe dann wieder aufgemacht haben. Also Solo wieder, Plissé wieder runtergemacht haben. Richtig. Hoch. Haben wir dann halt gesehen, wie es aussieht ohne Antibeschlag. Und jetzt sind wir beide halt mal neugierig darauf, ob das was bringt. Richtig. Deswegen probier es einfach mal aus. Mach mal. Und wir werden sehen, morgen früh, ob es funktioniert. Ich mach's erstmal hier. Ich mach mal da hier die Hälfte bis hierhin und dann die andere Seite nicht. Ja. Was? So. So. Du bist jetzt erstmal fertig? Ja. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Ergebnis sehen wir ja dann morgen früh, denke ich mal. Da werden wir dann mal gucken. Dann nehmen wir euch dann nochmal mit und gucken zusammen.
verhindert Beschlag und Kondensation. Abwarten. Ja. Das Ergebnis seht ihr morgen früh. Ja. Was? Genau. Voll die Erwartungshaltung, ne? Ja, weiß genau, Schatz, sie hat was Feines in der Hand. Schnauze. Und ein Küsschen. Fein. Heute Abend darf er dann wieder Socken ausziehen. Der donnert immer mit seiner Nase gegen meine Nase und der Zinken ist sie gerade klein. Meinst du sein oder dein Zinken? Gott sei Dank ist das dein Bett. Ja, meine Güte, ist ein Familienmitglied. Ja, nicht nur einfach ein Haus und Hof und der dann draußen irgendwo gehalten wird. Nein, um Gottes Willen. Da habe ich keinen Bock drauf, ne? Der gehört zur Familie. Der gehört zur Familie, das ist einfach so. Das ist wie ein kleines Kind. Ja. So. So, nächster Morgen. Jawohl, jetzt. Wie man sieht. Ja gut, bei mir sieht man sowieso immer so. Egal. So, wir hatten gestern ja das Zeug hier aufgesprüht. Na, Nüchel, wo ist es? Da ist es. Von Parkside, Anti-Beschlagspray. Und wir haben selber noch nicht aufgemacht. Aber wir hatten gestern Abend beim Kochen, haben wir schon feststellen können, das war okay. Das war gut. Also rechte Seite, Frontscheibe zum Beispiel, hatte Marvin ja eingesprüht. Genau. Und wir haben dann gestern Abend die Plissés noch offen gehabt und haben hier drin gekocht. Und dann hat man ganz deutlich sehen können, das zeige ich euch jetzt mal, dass die rechte Seite, die er eingesprüht hat, nicht beschlagen war, im Gegensatz zur linken Seite der Frontscheibe. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es am nächsten Morgen aussieht. Ne? Wir haben jetzt die Plissés zugehabt, die Nacht über. Falls ihr andere Tipps und Mittels habt, dann sagt mal Bescheid. Also, ja klar, viele machen Nippenkercher, fertig, dann braucht ihr keine Chemie nehmen. Wissen wir selber, aber ich wollte jetzt mal sowas mal ausprobieren. Ja, es geht auch ohne Chemie, so ist es ja nicht. Dafür mit Elektrik, ja, na klar. Du kannst aber auch einen Handdingsbums da nehmen. Lappen. Geht auch. Ja, mach mal auf. Ja. Wir sind gespannt. Okay. Da. So, jetzt war da hat es nicht geholfen. Ob man sieht? Ja, nee. Also nee, da ist drauf beschlagen. Ja, jetzt machen wir die große. Jetzt gucken wir mal vorne. Die Nachbarn werden sich wundern, warum filmen die hier? Aha. Okay. Hm. Ja. Also das Ergebnis ist so semi, würde ich sagen, ne? Ja, das ist einfach. Also rechte Seite ist es zwar. Wir können zwar durchgucken, aber es sind Schlieren drauf, ne? Das sind diese Schlieren, ja. Das ist, wie soll man sagen? Da steht ja auch drauf, dass man das mehrmals anwenden soll. Aber wenn ich mir das hier angucke hier, ich habe hier genauso gesprüht, guck dir das an. Ja. Das und ist da so, ist richtig nass jetzt, ne? Das ist richtig, ja. Okay, also ist das noch nicht so, dass... Ich probiere das jetzt heute mal ein zweites Mal einfach mal aus. Vielleicht wirkt es dann besser, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich probiere es aus. Ansonsten ist es TÜNÜV. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann geht es nochmal wandern. Wetter, wie gesagt, sollte jetzt trocken bleiben und... Aber nur, es ist windig, aber es Wind ist egal. Wind ist egal. Ja. Regen ist nicht so schön. Jutti. Alles Frühstück. Klar. Jawohl. Du hast die Brötchen im Ofen. Stimmt. Husch, husch. Ja, Frühstück ist jetzt fertig. Aber wir haben ja nochmal Aufklärungsbedarf. Es gab ja in einem unserer Videos, und zwar, wo wir dieses Wir pimpen unser Wohnmobil gedreht haben, eine Situation, die natürlich so nicht ganz richtig war. Und das wurde auch bemängelt. Und das wollen wir natürlich nochmal. Und das ist auch gut, dass es bemängelt wird. Ja. Ja, also so wie es in dem Video zu sehen war, war es natürlich nicht ganz richtig. Es gab ja die Situation, dass Marvin die Gasfilter nachgerüstet hatte bei den Gasflaschen und zum Schluss in dieser Szene einfach nur noch das Ohr rangehalten hat, um zu testen, ob das dicht ist. Das ist natürlich nicht so richtig und das wurde auch bemängelt, zu Recht. Ja, ist gut. Einer unserer aufmerksamen Zuschauer hat da uns mal kontaktiert und hat gesagt, das geht so natürlich nicht, hat er vollkommen recht. Was wir allerdings nicht gemacht hatten, Marvin hatte das gemacht, also der hat ein Lecksuchspray,
Das hat er auch genutzt, nur war ich da mit der Kamera schon wieder auf der Flucht. Ich wusste nicht, dass er das noch vorhatte, dass er das machen wollte. Und deswegen bin ich in der Zwischenzeit, wo er dann da noch zugange war, hier ins Wohnmobil reingegangen, um hier drinnen schon mal die Änderungen zu filmen, was wir hier drinnen so an Änderungen vorgenommen haben. Und währenddessen hat er draußen dieses Spray benutzt, um zu testen. Es war mir aber auch nicht bewusst. Ich habe es ja auch selber mit verpeilt. Wir zeigen es euch natürlich nochmal, wie es richtig sein sollte. Ja, nachdem er die Flaschen installiert hatte, dass wir da das Spray nochmal benutzen, damit ihr seht, okay, ach so geht das. Für alle, die da Bedarf drauf haben. Ich finde es persönlich wichtig, weil mit Gas spielt man nicht. Ja, also sorry, das war halt unser Fehler, definitiv. Ja, definitiv das und super dann, aufgepasst. Und also wie gesagt, wenn irgendwie mal Kritik sein sollte, wir gehen da gerne drauf ein. Offen um. So. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt erstmal anziehen. Ja. Und dann geht's jetzt erstmal raus, weil wir wollen das gute Wetter, also das trockene Wetter mal nutzen. Und das gute Wetter. Solange es nicht regnet, ist es für uns gut. Ja. Ja, Schatzi, das ist der Ausblick hinter uns, ja, der das Ganze hier wieder gut macht. Ne? Nachdem hier oben auf dem Hexentanzplatz irgendwie komplette Baustelle ist. Mega Baustelle. Der Zoo ist gesperrt. Nein, der ist nicht gesperrt, der ist einfach zu. Und da stand noch nicht mal was im Internet oder irgendwas. Geschlossen wegen zu? Geschlossen einfach. Ja, hier oben kommst du an. Da kam hinter uns noch eine Familie an. Die haben auch geschimpft, weil kein Hinweis drauf war. Also, ja. das ist echt... ja, eine böse Überraschung gewesen. Aber das hier macht alles wieder herrlich. Gut. Ich glaube, hier lernen die Hexen fliegen, oder? Du willst es jetzt nicht ausprobieren, oder? Schatzi? Nein, nein, nein. Das fliegst kannst du schon? Kannst du schon fliegen? Ach, so ein Mistbock, ey. Ja, ja. Na gut, dann wollen wir mal weiter. Wir wollen ja noch andere gucken. Richtig.
draußen vom Walde kommen wir her und ich kann euch sagen, wir genießen es sehr. Ja, ja, neuer Tag, neuer Ausflug, hä? Ja. Unerwartet, gutes Wetter hat uns dann doch heute begrüßt, also es war richtig cool. Eigentlich war Regen angesagt, heute, morgen auch noch, aber irgendwie sitzen wir jetzt hier mitten im Wald und uns scheint die Sonne ins Gesicht, richtig cool. Ist doch mal schön. Ja, definitiv. Die letzten Tage nur dieses, ja okay, gestern ging noch. Es war durchwachsen, aber okay. Wir waren gestern war es windig, aber wir sind trocken wieder zurückgekommen. Und genau 5 Minuten, nachdem wir wieder auf dem Platz waren, fing es an zu regnen, ja. Also das Wetter war auf unserer Seite, das war richtig cool. Und heute war es das auch, deswegen haben wir die Zeit genutzt und haben mal einen Ausflug gemacht zur Burgruine Lauenburg. Das werden wir euch jetzt gleich mal zeigen. Ja, gestern, trotz des Regens, da haben wir uns den Abend natürlich nicht vermiesen lassen. Im Gegenteil. Nein. Das war richtig cool. Wir haben da zwei coole Camper kennengelernt. Die Linda und den Christian. Ganz liebe Grüße noch an euch. Es war echt ein cooler Abend. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Die beiden sind cool drauf. Auf jeden Fall. Ja, für uns heißt es dann morgen wieder ab nach Hause. Leider. Ja, nützt nichts. Irgendwann muss es halt wieder weitergehen. Eben. Geld verdienen. Ja, ne? Natürlich. Geht ja Menschen wie den Leuten. Alles gut. Wir werden jetzt hier die Zeit noch in Ruhe ausklingen lassen. Das Ganze noch so ein bisschen genießen, für uns genießen. Ja. Ich werde die Videos noch zurecht schneiden. Schnippeln. Ja, genau. Wir wollen euch ja den Platz noch vorstellen. Das machen wir dann noch fertig. Und die Zeit noch nutzen hier, solange wie wir gutes Internet haben. Mhm. Hier ist es wieder besser als bei uns zu Hause. Ja, mal gucken. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen, wenn wir beide unterwegs sind. Ja. Und das heißt dann wieder Katie und Marv on Tour. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.